Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Wieder mit der alten Dame hinter der Kamera. Wir sind wieder in Berlin mit normalem Ton und dachten uns auf Wunsch der Community heute Undercover Döner testen. Und zwar nicht irgendwelche Döner, sondern zwei der zurzeit angesagtesten Chicken-Döner in Berlin. Euer Wunsch war es, dass wir Oggis Gemüsedöner undercover testen. Da ist Sommer vorbei. Ja, Oggis Gemüsedöner werden wir undercover testen und Zagros. Die zwei angesagtesten Chicken-Gemüse-Kebab zurzeit. Und die erste Station ist Zagros. Ich finde aber immer noch Zagros sehr, sehr stabil von allem. Also wie die Fleisch schneiden, die Fleischqualität, das Brot. Ich bin sehr überzeugt von Zagros. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn wir den Undercover jetzt testen, Zagros gut abschneiden wird. Natürlich kann es sein, dass es nicht so sein wird, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Zagros ist immer sehr stabil, auch Preis-Leistung. Am besten von allen Dönerläden. 5 Euro für einen Döner, 6 Euro für einen Dürüm. Da kann man nicht meckern. Ja, Preis-Leistung ist top, aber auch die Qualität. Ja. Deswegen, ja, die machen nicht nur günstig, alles selber, ne? Die machen alles selber und die Qualität stimmt optimal. Also für mich wirklich zurzeit von allen schicken Dönern der beste. Muss man einfach den lassen. Familienbetrieb mit Liebe. Was ihr hier macht? Die Doku drehen. Hier vor unserer Tür? Ja, für RTL. Du musst halt hier von dir drin sein. Ja, klar. Weil hier wohnen Verbrecher in dem Haus. Aha. Hoch, Schwerkriminelle. Aha. Und wir warten jetzt, dass wir die vor die Linse bekommen. Aha. Haben Sie die Razzia nicht mitbekommen? Haben Sie es nicht mitbekommen? Das ist jetzt aber scherzig. Nein, das SEK ist übers Dach rein. Was? Das SEK ist übers Dach rein. Haben Sie es mitbekommen? Undercover, ihr habt euch gewünscht, wir gehen jetzt zu Zagros. Natürlich nicht wir gehen rein, wir schicken jemanden rein. Am frühen Morgen nur Sirenen in Kreuzberg. Ich würde sagen Döner, kein Dürüm, ne? Döner, wir müssen es gleich halten. Döner. Döner. Okay. Dann holst du uns Döner? Vielleicht. Ja. Für mich, kannst du das merken oder sollen wir das aufschreiben? Oder? Kräuterscharf, nur mit ein bisschen Zwiebeln. So, Kreuzberg, na klar, hier eine Fahrradkundgebung. Berlin, jedes Wochenende irgendeine Kundgebung. Mal sind es die Fahrradfahrer, mal sind es die Rollerskates, mal Sadomaso mit Hundeleine. Berlin ist bunt. Ja, hey, sorry nochmal für die Prag-Folgen mit dem Mikrofon, das war wirklich nicht so. Wie gesagt, der Prag-Trip war gar nicht zum Drehen geplant. Und dann dachten wir uns, okay, komm, wenn ich schon mal da bin, so, sorry, kommt nicht mehr vor. Ab jetzt nur noch professionell geht's weiter. Und ja, ich habe die Dönerfolgen vermisst, um ehrlich zu sein. So richtig wieder Berliner Undercover Dönerfolgen. Wir wollten eigentlich heute auch noch bei Samra drehen. Samra hat eine Neueröffnung, hat einen Döner auf den Markt gebracht, einen Dönerladen eigenen. Wir treffen uns mit Samra höchstpersönlich. Schöne Grüße nochmal von hier an Samra, bester Mann. Alles Gute für den Dönerladen. Wir treffen uns mit ihm nächste Woche und werden seinen Döner testen. Wahrscheinlich wird es dann, wenn die Folge rauskommt, Dienstag, am Donnerstag die schon die Samra-Folge sein. Ja, ich bin ja oft in Köln. Ich war letztens bei Bang Bang. Boah! Das war auch in Köln mein Lieblingsladen. Boah. Bang Bang, also für alle, die in Köln sind, anders. Geht zu Bang Bang, Philly Cheesesteak Sandwich, boah, die Lemon Shrimps da. Den Laden würde ich mir hier wünschen. Bang, boah, Bang, schöne Grüße. Warum macht ihr nicht in Berlin auf? Was Köln, Lamona Kim? Was Köln? Kommt nach Berlin. Wenn ihr reich werden wollt, kommt nach Berlin. Köln. Ja, Bang Bang ist. Ich hatte ja damals auch nicht so mitgegessen gehabt, aber boah. Also in Köln war das sogar, würde ich sagen, mein Lieblingsladen so. Mit Adana, nee, Kebabland. Kebabland war auch fand gut. Auch ja, war stark. Auch gut. Jetzt wo wir beim da letzten Mal, wo wir da waren, nicht. Beim letzten Mal nicht, stimmt, aber Bang Bang war Weltklasse. Und genauso wie ich auch den Laden in Prag vermisse, das ist für mich, Alter, dieses Tartar, dieser Carpaccio. Ich habe schon so viele Carpaccios gegessen, aber dieses Carpaccio-Fleisch in Prag, unglaublich. Besser als bei Nusret? Du hast ja bei Nusret das Ding gefeiert. Ja, bei Nusret war auch, stimmt, Nusret war auch krasses Carpaccio, muss man ehrlich zugeben. Wobei ich die Fleisch und Burger und so bei Nusret gut fand, aber nichts Außergewöhnliches. Carpaccio bei Nusret auch schon krass, genau. Aber ja, doch, kommt dran. Also ich würde sagen, Nusret und Prag Carpaccio ist schon Weltklasse. Also war schon krass. Muss man bei ehrlich Nusret sagen. War das ja eingerollt, ne? Genau, ja, da machen die einen Tisch eingerollt. Und da machen die auch so einen Parmesan-Chip rein und so. Auch hat was Besonderes. Auch gute Fleischqualität. Aber das ist in Prag, dieses Tatar vor allem, alter Schwede, wirklich. Wenn ihr da hingeht, vertraut mir. Meine Empfehlung, könnt ihr vertrauen. So, wie gesagt,
diese Empfehlung könnt ihr vertrauen, wenn ich sage, das ist krass, weil da bin ich auch privat hingegangen, war krass. Manchmal haben wir es halt leider so wirklich, wo wir zur Eröffnung gehen und es ist brutal ist und ihr geht dann später hin und dann liefern sie nicht mehr ab. Finden wir traurig und deswegen machen wir auch die Undercover-Folgen jetzt, weil ihr euch das sehr gewünscht habt. Aber wie gesagt, Sagros, stabiler Laden, liebe, nette Familie, die sich wirklich die Herzblut da reinstecken und das schmeckt man auch, finde ich. Ich bin jetzt gespannt, was wir Undercover bekommen, weil das ist wirklich Undercover. Ich und Fabi sind hier weit weg vom Laden. Wir haben jemanden reingeschickt. Die Döner sind da, die Döner sind da, die Döner sind da. 2x ist das mit Chili-Pulver. So, wir haben natürlich jetzt nicht alle Zutaten genommen. Der Laden hat auch gerade aufgemacht. Oh, Brot sieht sehr brutal aus. Oh, 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 oh. Ey, Mann, guck mal. Dünne Scheiben, schön angeröstet. Mmh, beste Chickenfleisch für mich. Mmh, Brot auch richtig frisch. Mmh. Das Brot ist lecker bei denen, mmh, total. Auch deren Dürrenbrot ist halt krass. Ne? Also, siehst einfach komplett das ganze Fleisch drin. Ja. Mein Favorit bei Sagros war sowieso immer der Dürren. Aber Fett gerade alles weg. Guck mal, Fleisch ordentlich drauf, man kann nicht meckern. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, brutal, brutal. Derjenige, der mir noch jetzt schreibt, bei Sagros war nicht so, war nicht so, dies, das. Verpiss dich, verpiss dich. Undercover, eins. Der Käse auch, mit diesem Dillgeschmack, brutal, passt. Aber was wirklich hervorsticht, ist das brutale Hähnchenfleisch. Also ich muss sagen, eine Eins, Bombe. Also ich werde auch gleich reingehen, deren Props geben, weil das war wirklich, als wenn wir mit Kamera reingegangen wären, wirklich stabil. Fabi, probier mal rein. Das sieht schon sehr krass aus. Das Brot auch, eine Eins. Das haben wir ja damals schon gesagt, dass hier ein Brot brutal ist. Dieses geile Brot, dieser würzige Käse. Diese brutal leckere Soße und dieses geisteskranke Hähnchenfleisch, ja? Ja, definitiv. Ich sag dir ehrlich, einer der besten Chicken Döner Berlins. Ist der Beste. Der Beste. Der ist der Beste. Beste. Ja. Sagros hat einfach den Chicken Döner Game, hat das Chicken Döner Game übernommen. Ich könnte das Fleisch auch so pur essen, so, weißt du, so warm. Ich würde mir einfach nur Fleisch bestellen. Es hat so einen geilen Röstaromen-Geschmack. Es schmeckt halt so 100% self-made, richtig wie Hähnchen. Du hast oft halt dieses fettige, knoblige. Fettige, knoblige, nicht nach Hähnchen schmeckende. Aber hier hast du halt 100% Hähnchen geschmeckt. Du hast das Gefühl, das Hähnchen hast du selber zerpflückt und reingelegt. So. Das ist wirklich unglaublich. Feierabend. Ja. Ja, ey, 5 Euro ein Döner. 5 Euro, oder? Also die haben nicht mal den Preis erhöht sogar. Wie viele, wenn wir drehen, auf einmal ist es nach dem Dreh 1 Euro teurer. 5 Euro. Hochqualitativ. Ich schwöre dir, jetzt vom Geschmack her, wenn ich den so esse, würde ich den sogar manchmal normalen Fleisch bevorziehen. Also da hätte ich wirklich Bock drauf. Also wirklich, da merke ich wieder, ich muss öfters zu Sagros. Da war wirklich kein Kamerabonus dabei, nix. Wir haben jemanden ganz Fremdes reingeschickt. Sehr geehrte Fahrgäste. Und unglaublich, unglaublich. Da haben wir die liebe Familie mal wieder. Wie geht's? Alles klar? Alhamdulillah, alles gut, danke. Bruder, wir haben Undercover getestet. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, der beste Chicken Döner Berlins. Echt? Der beste. Wir haben sie reingeschickt. Ihr habt nichts gewusst. Sie hat 3 Stück gekauft. Ihr seid für uns die Nummer 1. War gut. War. Okay, ich freue mich. War der beste Chicken Döner. Ich sag, kein Spaß. Also, das heißt, dass wir bestanden haben, ja? Ihr seid der beste Chicken Döner in Berlin. Und jeder, der mir nochmal schreibt, oh, ich war bei Sagros und nicht ja, gut, ja. Keine Ahnung. Ja, ja, ehrlich zu sagen, alle Kunden hier sind gleich. Ist mir egal, Big Baba oder genau. Höhle oder jemand oder diese Frau, ich kenne. Ja, kennst du mich, ich weiß. Und wir machen, ja, ja, und wir machen auch manchmal Fehler, aber das heißt nicht, dass. Super. War. Ich will nur reinkommen, die sagen, war super. Ja, war super. Wenn ihr kommt, meine Empfehlung, wie ich euch immer sage, 12, 13, 14 Uhr. Guckt euch das Ding mal an. Ja,
Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Kommt zu Sagros. Da ist der liebe Chef. Sag schöne Grüße von Big Baba. Und wir machen uns auf den Weg zur Station Nummer 2. So, wir sind bei Station Nummer 2. Undercover. Heute werden Herz und Nieren geprüft. Bei Oggis Gemüsedöner. Beim Vorbeifahren habe ich schon gesehen, die typische Oggis Gemüsedöner-Schlange ist da. Ja, also der Laden läuft. Sei ihm auch sehr gegönnt. Ist auch schön, wenn Läden so laufen. Aber ihr habt euch gewünscht, dass wir den Undercover nochmal testen. Und wir sind mehr als nur Undercover. Wir sind ganz versteckt hinten. Wir haben wieder jemanden an die Schlange gesteckt. Fabis Freundin. Und sie wird uns genauso wie bei Sagros die Döner bestellen. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, als wir hier waren bei der Eröffnung, war, finde ich, sehr, sehr stark. Vor allem die Honig-Senfsoße. Ah, ich schreibe immer mit Honig-Senfsoße. Aber habe ich wirklich wieder Bock drauf. Wenn ihr Bock habt, also wenn ihr wollt, sagt uns mal in den Kommentaren, wer soll als nächstes geprüft werden. Wo seid ihr der Meinung, habt ihr nicht so gut bekommen wie wir? Wir sind zur Stelle, wir sind vor Ort. Wir machen jetzt viel Undercover, wir gehen wieder back to the basics. So ein bisschen wieder oldschool-mäßig, richtig hart konfrontieren. Wenn es schlecht ist, wir konfrontieren. Macht euch mal da keine Sorgen. Verspreche ich euch, jeder Laden wird konfrontiert. Sofern jemand da ist auch natürlich. Wir gehen nach vorne. Ich habe jetzt Oggi nicht gesehen, also Rosan. Mal gucken. Also wir werden aber jeden Laden konfrontieren. Und ja, wir wollen natürlich hoffen, dass Undercover genauso gut abgeschnitten wird wie mit Kamera. Das liegt uns wirklich sehr am Herzen, dass es, wenn ihr hierher kommt, genauso ist wie bei uns. Kanalmitglied, Link in der Beschreibung. Kommt in die Familie und wir werden einige Sachen mit euch machen. So, wir warten jetzt exakt ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Und unsere Undercover-Agentin ist immer noch nicht zurück. Ich privat würde mich niemals so lange für einen Döner anstellen. Egal was ist. Egal, ob es der krasseste Döner Berlins ist. Es ist ein Phänomen in Berlin, dieses Anstellen. Das ist wirklich ein Phänomen. Also auch bei Mustafa. Ja, ja, ich sag ja, es ist ein Phänomen. Anstellen. Bei Mustafa ist ja bei, auch. Bei Hisa ist ja genauso. Wir haben ja immer gelacht über die Leute, die da stehen. Ja, ich stehe einfach selber an. Jetzt warten wir hier seit über einer halben Stunde. MashaAllah ist ja auch gut besucht. So soll es ja auch sein. Aber wir laufen jetzt nach vorne und gucken. Vielleicht ist unser Agent verhaftet worden. Ach, guck mal, was für ein Zufall. Genau wo wir kommen, hat sie die Tüte in die Hand bekommen. Also ganz ehrlich, über Fleisch zu wenig kann man nicht meckern. Nee. Ordentlich. Also. Ein paar haben geschrieben. Da meinten einige, dass immer zu wenig Fleisch drin ist, aber. Das kann nicht sein, ja. Das sieht jetzt nicht so aus, ne? Auch dünn geschnitten. Teilweise auch richtig geil kross. Fleisch auch gut. Auch schön dünne Scheiben geschnitten. Auch schön leckere Rostaromen. Also wie gesagt, nach schlecht sieht es jetzt nicht nee. Aus. Und zu wenig und gegeizt und so auf gar nicht. Fall. Gar nicht. Was soll man jetzt glauben? Weißt du, wenn einer so schreibt, so, was soll man glauben? Ich meine, wir sind jetzt zweite Mal hier und zweite Mal hat jemand Fremdes geholt. Der ist wirklich gut gerade. Stabiler Chicken Dinner. Auch ich schmecke das Brot. Wurde mit Butter geröstet. Hälfte da rein. Also man könnte sagen, beide sind bestanden. Ja. Also. Definitiv. Also erzählt mir bitte nicht mehr. Ich will nichts mehr hören über Oggis und nichts mehr hören über Sagros. Wir haben beide Undercover getestet und beide sind stabil wie eh und je. Erzählt mir bitte nichts. Bitte. Undercover. Fleisch ist ordentlich drauf. Gut geröstet, ordentliche Portion. Stabiler Chicken Döner. Aber man muss auch aber ehrlich sagen, im Chicken Döner Game ist zurzeit Sagros die Nummer 1. Ja, das ist halt so ein klassischer. Das ist klassisch, guter, sehr stabiler Chicken Döner. Aber Sagros ist für mich der beste Chicken Döner Deutschlands. Würde ich unterschreiben. Würde ich locker unterschreiben. Aber ich schwöre dir, hier bei Oggis auch, das Fleisch gefällt mir sehr gut. Schöne Röstaromen. Auch schön, die muss ich hinten. Auch die Soßen lecker. Der Käse, Bombe. Also Oggis, Schlange, hochverdient. Und ist ein guter, stabiler Chicken Döner. Man merkt ja auch direkt schon alleine von der Fülle, das ist ja, sieht ja aus wie ein Riesenhotdog. So, von der Form her. Mit der Alufolie. Auch bei Fabi, das sehe ich an ordentlich Fleisch. Also, nee, wer da sagt, da ist kein Fleisch drin und so. Das,
Das ist ein Hater. Ja. Hater. Fantastischer, geiler Chicken-Döner. Das ist ein Hater, der das geschrieben hat. Wieder so ein kleiner Fitnessstifter, der ein bisschen Stress machen wollte, aber... Nee, Mann. Das ist genauso gut, wie es damals war. Ja, also ich sehe es jetzt absolut so. Ich habe mich halt ein bisschen gewundert, dass ihr so geschrieben habt. Wir haben jetzt den Test gemacht und ich bin 100% davon überzeugt, Oggi ist immer noch stabil, wie am ersten Tag, hat nicht nachgelassen. Sargros ist für mich der Nummer 1 Chicken Döner. Respekt an die Familie für diese krasse Qualität, Preis-Leistung, unglaublich. Hier haben wir jetzt wirklich nichts gefunden, also wirklich nichts. Wir wollten wirklich gucken, ist da was dran? Da ist gar nichts dran. Ihr könnt ganz beruhigt zu Oggis gehen, zu Sargros, euren Döner genießen und da macht ihr nichts falsch. Und wenn ihr wollt, schreibt in die Kommentare, welche Läden sollen wir undercover testen gehen. Wir sind auf dem Weg. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Kanalmitgliedschaft. Bis zur nächsten Folge. Peace.